die Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung oder ADHS ist eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung, die den Erfolg eines Kindes in der Schule sowie seine Beziehungen beeinträchtigen kann. Die Symptome von ADHS variieren und sind manchmal schwer zu erkennen. Jedes Kind kann viele der einzelnen Symptome von ADHS aufweisen. Um eine Diagnose zu stellen, muss der Kinderarzt das Kind also anhand verschiedener Kriterien untersuchen. ADHS wird in der Regel bei Kindern im Teenageralter diagnostiziert, wobei das Durchschnittsalter für eine moderate ADHS-Diagnose bei 7 Jahren liegt. Wenn ältere Kinder Symptome zeigen, kann es sein, dass sie ADHS haben. Oft sind die Symptome aber schon früh im Leben sehr ausgeprägt. Hier sind 14 häufige Anzeichen von ADHS bei Kindern. Nummer 1. Selbstbezogenes Verhalten. Ein häufiges Anzeichen für ADHS ist die scheinbare Unfähigkeit, die Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen zu erkennen. Dies kann zu den nächsten beiden Anzeichen führen. Nummer 2. Unterbrechungen. Selbstbezogenes Verhalten kann dazu führen, dass ein Kind mit ADHS andere unterbricht, während sie reden. Außerdem mischt sich das Kind in Unterhaltungen oder Spiele ein, an denen es nicht beteiligt ist. Nummer 3. Schwierigkeiten mit Geduld. Kinder mit ADHS haben möglicherweise Probleme damit, bei Aktivitäten im Klassenzimmer oder bei Spielen mit anderen Kindern zu warten, bis sie an der Reihe sind. Nummer 4. Emotionales Durcheinander. Ein Kind mit ADHS hat möglicherweise Schwierigkeiten, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Sie können zu unpassenden Zeiten Wutausbrüche haben. Nummer 5. Gezappel. Kinder mit ADHS können oft nicht stillsitzen. Sie versuchen vielleicht aufzustehen und herumzulaufen oder zappeln auf ihrem Stuhl herum, wenn sie zum Sitzen gezwungen werden. Nummer 6. Probleme beim ruhigen Spielen. Das Zappeln kann es für Kinder mit ADHS schwierig machen, ruhig zu spielen oder sich ruhig an Freizeitaktivitäten zu beteiligen. Nummer 7. Unvollendete Tätigkeiten. Ein Kind mit ADHS kann Interesse an vielen verschiedenen Dingen zeigen, hat aber Probleme, diese zu beenden. Es kann zum Beispiel Projekte, Hausarbeiten oder Hausaufgaben beginnen, sich dann aber der nächsten Sache zuwenden, die sein Interesse weckt, bevor es sie beendet. Nummer 8. Mangelnde Konzentration. Ein Kind mit ADHS kann Schwierigkeiten haben, aufmerksam zu sein, selbst wenn jemand direkt mit ihm spricht. Das Kind wird sagen, dass es dich gehört hat, aber es wird nicht in der Lage sein, zu wiederholen, was du gerade gesagt hast. Nummer 9. Vermeidung von Aufgaben, die eine längere geistige Anstrengung erfordern. Derselbe Mangel an Konzentration kann dazu führen, dass ein Kind Aktivitäten vermeidet, die eine anhaltende geistige Anstrengung erfordern, wie zum Beispiel im Unterricht aufzupassen oder Hausaufgaben zu machen. Nummer 10. Flüchtigkeitsfehler. Kinder mit ADHS haben möglicherweise Schwierigkeiten, Anweisungen zu befolgen, die eine Planung oder Ausführung eines Plans erfordern. Das kann dann zu Flüchtigkeitsfehlern führen, ist aber kein Zeichen von Faulheit oder mangelnder Intelligenz. Nummer 11. Tagträume. Kinder mit ADHS sind nicht immer aufbrausend und laut. Ein weiteres Anzeichen für ADHS ist, dass sie ruhiger und weniger engagiert sind als andere Kinder. Ein Kind mit ADHS kann ins Leere starren, tagträumen und ignorieren, was um sie herum passiert. Nummer 12. Schwierigkeiten, sich zu organisieren. Ein Kind mit ADHS hat möglicherweise Schwierigkeiten, den Überblick über Aufgaben und Aktivitäten zu behalten. Dies kann zu Problemen in der Schule führen, da es schwierig sein kann, Prioritäten bei Hausaufgaben, Schulprojekten und anderen Aufgaben zu setzen.
Nummer 13. Vergesslichkeit. Kinder mit ADHS können bei täglichen Aktivitäten vergesslich sein. Sie können vergessen, Hausarbeiten oder ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie können auch oft Dinge verlieren, wie zum Beispiel Spielzeug. Nummer 14. Symptome in verschiedenen Bereichen. Ein Kind mit ADHS zeigt die Symptome der Erkrankung in mehr als einer Situation. Zum Beispiel kann es sowohl in der Schule als auch zu Hause unkonzentriert sein. Kennst du noch andere Symptome? Lass sie uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.